Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Resonant Rise. So, letzte Folge habe ich euch ja mal das Warehouse von Ancient Warfare gezeigt. Jetzt drücke ich mal wieder Rechtsklick, wie immer, aus Versehen. Da solltet ihr dann auch ein Tutorial vielleicht so angucken. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Mod jetzt nicht hundertprozentig gut aus. Ich habe ihn mal angetestet schon mal in dem Modpack, aber ich komme selber damit nicht so unbedingt viel klar. Da kann man halt mit coole Sachen machen. Man hat halt im Prinzip wie sein eigenes Dorf irgendwann. Das finde ich relativ cool eigentlich gemacht. Ist aber für uns eigentlich relativ witzlos, weil brauchen wir eigentlich nicht. Hat? Oh. Verarschen? Wo denn? Wo ist denn den Enderman? Hinter mir. Hä? Ach, in der Höhle unter uns, ne? Hey, ja. Soll er bleiben. Wo der Pfeffer wächst. Wie gesagt, da gibt's halt coole Sachen, die man machen kann. Ist wirklich so. Und da sollte sich jeder mal angucken, auf jeden Fall. Ich habe es leider nie hingekriegt, nicht so wirklich, weil man muss den Dingern dann, diesen Villagern oder halt da eurem Dorfbewohnern, muss man dann halt auch Befehle geben und all so eine Geschichten. Das habe ich dann irgendwie nicht ganz so hingekriegt, glaube ich. Ich glaube, das war auch der ausschlaggebende Punkt, glaube ich, warum das nicht so wirklich funktioniert hat, wie ich wollte. Aber wie gesagt, es gibt da über diesen Mod gibt es auf jeden Fall viele Tutorials. Da braucht ihr einfach mal ein bisschen auf YouTube mal rumgucken oder so. Da gibt es ohne Ende. Und auch gute. Da habe ich das auch mit dem Warehouse mal gesehen. Und dann hatte ich es ja selber gebaut. Wie gesagt, dann hatte ich mir mal versucht, ein eigenes Dorf aufzubauen. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Oder besser gesagt, es hat ja eigentlich funktioniert, aber ich habe da mit den Befehlen nicht hingekriegt. Nicht so, wie ich es wollte, wollen würde, Dingenskirchen. Egal. toll. Wow. Doch so viel Stein noch. Mein Gott. Aber ich muss erst Clay haben. Ich habe zu wenig Brennmöglichkeiten hier, merke ich gerade. Viel zu wenig. Hier muss ja sowieso, hier kommt auch noch so eine. Hier in dem Haus kommt auf jeden Fall noch Öfen und Sackmill und sowas alles rein. Das kommt hier auch noch, auf jeden Fall. Dann, später. Alleine schon aus dem Grund, weil wir ja hier auch unser Schlafgemach haben. Und unsere persönliche Produktionsstätte, könnte man so sagen. So. Die ersten Wände sind fertig. Das ist schon mal gut. Die ersten drei auf jeden Fall. Hä? Wo ist denn jetzt noch her? Was weiß ich. Ist auch egal. Die brauche ich. Reicht zwar wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Nö. Natürlich nicht. Verdammt. Aber wir könnten eigentlich schon mal hier, warte, jetzt muss ich mal selber gucken, hier, ungefähr, hier hinten irgendwo runtergraben. So hier so. Ich wollte gerade sagen, das ist aber tief. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein Stück runter. Das wissen wir ja selbst. So. Und dann Attacke. Attacus Quantus. Mein Gott. Ich hasse es. Die Kacklöcher immer, wenn man hier rumläuft, ne? Haut ab. So. So, weiter. Ne, eben nicht.
Jetzt weiter. Na, da sind doch schon sehr gut. Da ist noch ein Dense Iron. Das brauchen wir aber gerade nicht unbedingt. Wir haben schon über 1000 Eisen. Also drauf geschissen. So. Sehr, sehr schön. So, wie gesagt, hier kommt natürlich unser. Was ist denn da? Unser Autocrafting. Die Autocrafting-Cables durch. Hier hoch. Ja, dann wird da hinten in der Ecke angefangen. Wie gesagt, wir werden als erstes, werde ich wahrscheinlich Crafter bauen. Expertise natürlich die automatische Erzverarbeitung. Die wird da auf jeden Fall auch noch reinkommen. Da werde ich auf jeden Fall noch auch eine Ender-Chest hinstellen. Eine Ender-Chest aber mit einer anderen Farbkombination. Weil das dann direkt da reingehen soll und nicht über das ME-System laufen soll. Das wäre auf jeden Fall cooler oder besser als die Geschichte mit dem anderen Sachen. Können wir eigentlich Dense Cable machen? Nö, weil wir kein Glowstone haben, alles klar. Glow, Stöhne. So. Machen wir ein paar Stacks hier. So, bitteschön. Jetzt hast du Glowstone. Bitteschön. So. Ich würde ja sagen, du hast Glowstone jetzt, ne? Craftable. Dann mach mal bitte ein paar Dense Cable. Warum nicht? Hast du was zu tun? Schnauze. Was ist dein Problem, Junge? Komm mal ab, du. Kommt der hier um die Ecke geschlichen, ey? Ich glaube, der hackt. Hier ist doch ein Kiefer, ne? Wo ist denn der? Keine Ahnung. Egal. Egal. Dass da ein Krepel ist. Ein Krepel! Jepel, Krepels. Wer sich immer wundert, warum ich Jepels Krepels sage, das hat was damit zu tun, dass das Haus hier schief ist. Asymmetrisch wird. Das sehe ich jetzt schon. Warum? Weil ich das breiter gemacht habe als, ne? Aber das ist auch nicht so schlimm. Trotzdem bleibt der Eingang da. Das haben wir früher mal gesagt. Es gab ja mal einen Film, der hieß Jeepers Creepers. Und den haben wir immer Jepels Krepels genannt, den Film. Weil erstens war der irgendwie ein bisschen lustig, teilweise, muss man ja ehrlich sagen. Also ich habe früher öfters mal angebliche Horrorfilme geguckt. Wo ich sagen muss, dass zum größten Teil so war, manche Filme nicht als Horrorfilme ich ansehen würde. Also es gibt zwar einige Filme, wo ich sagen würde, ja, das passt schon eher. Aber es gibt aber auch einige Filme, die da kann man eigentlich nur im Kopf schütteln. Wenn man sich dann so denkt, das sollen Horrorfilme sein. Also dann frage ich mich tatsächlich, was diese Leute erschreckt. es gibt einige gute. Ich sag jetzt mal, das sind noch niemals Horrorfilme in dem Sinne. Das sind eher so Psycho-Thriller-Horrorfilme. Ich finde Horrorfilme sowieso gut, die so eher mit dem Psycho-Sachen spielen. Ich finde zum Beispiel Filme oder Horrorfilme gut, die. Hast mich schön unterbrochen, wa? Schleicht er sich einfach von hinten an. Ich hasse es. Ich hasse sowas, wenn sie sich von hinten anschleichen, ne? Aber ist nicht ganz so schlimm. Ich mag Horrorfilme, die so mit der Psyche spielen. Zum Beispiel Filme, die in. Zum Beispiel in gewissen Einrichtungen spielen. Sei es zum Beispiel psychologische Einrichtungen. Sowas wie Irrenanstalten und so. Da gibt es ja einige Filme, die in diesen Einrichtungen gespielt haben.
Zum Beispiel House on Haunted Hill zum Beispiel ist ein, eigentlich finde ich, ein sehr guter Horrorfilm. Weil da erschreckt man sich wirklich teilweise. Oder nur mal erschrecken. Ein Horrorfilm muss ja nicht unbedingt erschreckend sein. Ein Horrorfilm muss eher... Die Atmosphäre in dem Film muss relativ gruselig sein. Das ist für mich dann ein Horrorfilm. Und nicht wirklich nicht so was wie... wie manche angeblichen Horrorfilme, die so splattermäßig aufgebaut sind, wo eher mehr Blut spritzt als andere. Das sind für mich nicht unbedingt Horrorfilme. Richtige Horrorfilme sind für mich wirklich so was wie... Haunted Hill ist zum Beispiel echt ein guter Horrorfilm. Die alten Filme sind auch relativ gut. Wie gesagt, so diese Mixfilme, die... Was ist er denn? Was ist denn hier los, hör mal? Wieder. Was ist denn für ein Gelumpe rumläuft, ey? Wie gesagt, so Filme, die echt so mit der Psyche spielen und gleichzeitig auch Horrorfilme sind. Das sind so wirklich diese Thriller-Horrorfilme, nenne ich die immer. Die so eher so Psycho-Thriller-mäßig aufgebaut sind, aber auch eher richtig gruselig sind. Das sind für mich richtige, richtig gute Horrorfilme. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Aber das sind, wie gesagt, wenn Filme einen schon von Haus aus gruseln. Ey, was ist hier los? Was ist hier los, Freunde? Haut ab! Warum machst du mir so viel Schaden? Willst du mich verarschen? Hey! Mann! Wie gesagt, die so von Natur aus einem Angst machen. Da, wie gesagt, das muss noch nicht mal als Horrorfilm deklariert sein, muss ich sagen. Also das muss nicht sein. Also das Horrorfilm deklariert muss es nicht sein. Aber so wirklich Filme, die auch wenigstens Angst machen können. Und nicht, die schon, wie gesagt, schon Atmosphäre her gruselig sind und sowas. Das sind für mich Horrorfilme. Das sind für mich richtige Horrorfilme. Wie gesagt, nicht sowas wie Herr von und zu schieß mich tot. Ich habe keine Ahnung. Weil ich jetzt, was für Filme man da nehmen könnte. Wenn ich überlege, selbst The Hills Have Eyes zum Beispiel, der hat auch Horrorelemente drin. Muss ich auch sagen. Da muss ich sagen, da waren auch einige Sachen. Zum Beispiel nachher, wenn die da. Ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber gut, der Film ist doch schon was älter. Wenn die da halt in der Höhle da drin sind und so. Bei den Typen da. Mutanten sind das ja. Ist ja der erste Film, oder einer der ersten Filme, die eine Szene drin hatten, die für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Oder für zwei Szenen sogar eher. Ich würde sogar zwei Szenen sagen. Da war einmal die, ich sag jetzt mal, Szene mit einer Frau und einem Mutanten. Und die Szene mit dem Vater. Die beiden waren ja ziemlich diskutiert eigentlich. Gerade die Szene mit der Frau. Aber auch die mit dem Vater. Wurde auch sehr diskutiert, finde ich. Also, was ich so mitgekriegt habe damals. Wo der Film gelaufen ist. Der kam ja... aber ich sag immer dazu, wer es mag. Wer es mag, soll's machen. Das ist mir relativ kackegal, weil ich gucke die Filme, die mir gefallen, und fertig. Ich gebe sowieso nicht viel auf Kritiken, muss ich sagen. Ich bin eher der Freund von selber gucken und selber ein Bild von machen. Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ist meine Meinung. Meine Meinung ist tatsächlich, wenn ein Film rauskommt, im Kino, whatever, wo, auch auf DVD oder sonst was gleich, ist mir auch egal. Ich muss sagen, ich bin kein Freund von Kritiken. Ich bin eher der Freund von, gucken dir selber an, ich sag das auch zu jedem. Wenn ich zum Beispiel jetzt in dem Film drin war, den einer gucken will, von meinen Kumpels oder so, und die fragen dann, ja, wie ist denn der und bla, dann sage ich, weißt du was?
hier, wenn zum Beispiel, wenn ich den auf Blu-ray habe oder DVD oder so, dann sage ich immer hier, gucken dir selber an, mach dir selber ein Bild davon. Weil jeder hat einen anderen Geschmack, jeder empfindet Filme anders von der Art her. Also deswegen, jeder sollte sich selbst den Film angucken, egal welchen Film. Wenn jetzt zum Beispiel einer gucken will, hier Barbie und das Flievertüt oder keine Ahnung, ob den Film überhaupt gibt, ehrlich gesagt, dann soll er sich den angucken, mein Gott. Auch wenn jetzt zum Beispiel viele sagen würden, der hat aber nichts mit Barbie zu tun. Jeder soll sich seine eigene Meinung bilden. Punkt. Ende. Kritik hin oder her. Es gibt auch viele Sachen, da verstehe ich manche Kritiken auch nicht. Das ist... Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Aber es gibt tatsächlich Sachen, da denke ich mir immer, ob der Kritiker jetzt recht hat. Oder will der einfach nur den Film schlecht machen? Man weiß es nicht. Es gibt tatsächlich so welche Momente, wo ich das denke. Man könnte auch einfach mal, guckt euch einfach mal die Kritiken, mal so aus Spaß, guckt euch einfach mal die Kritiken von den, ich sag mal, letzten, von den meisten Blockbuster-Filmen an. Das reicht schon. Guckt euch einfach mal aus Spaß die Kritiken an. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, weil, ob ihr wisst, was ich meine. Die meisten Filme, wenn das Blockbuster sind, die können noch so viel Kohle reingenommen haben. Sei es jetzt gute, ganz gut. Warum ist denn der Dingens? Hallo? Jetzt weiß ich, warum mir letztes einer drin war. Ganz gutes Beispiel, gutes Beispiel, mein Gott. Batman vs. Superman. Der hat, ich sag mal, teils gekriegt. Mal positive, mal negative. Der hat aber schon locker das Geld eingenommen, was er gekostet hat. Und sogar schon mehr. Und dann denke ich mir immer, Freunde, so schlecht kann der Film doch gar nicht sein. Gut, es wird ein Hype um so welche Filme gemacht, das ist korrekt. Das will man auch nicht, bestreiten, dass und manche Filme ein extremer Hype entsteht. Aber Comicfilme an sich laufen sowieso eigentlich fast immer gut, Comicverfilmungen. Ob es Superman ist, ob es die Avenger sind, ob es... was ist denn hier? Warum habe ich denn hier keine Fackeln? Oder wo sind die, besser gesagt? Ich hatte hier Fackeln, das weiß ich hundertprozentig. Ob es die Avenger sind, ob es Klaus schieß mich tot ist, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. DC, Marvel, bla bla bla. Egal welche von der Art. Warum sind die ganzen Fackeln hier weg? Ich hatte hier Fackeln stehen, das weiß ich hundertprozentig sogar. DC, Marvel, Anime-Filme an sich. Es gibt genug verschiedene Comic-Verfilmungen, Sachen und so. Die laufen eigentlich fast immer. Das ist egal, wie, wo, wann, weshalb. Eigentlich laufen sie immer. Gerade Marvel und DC sowieso. Worauf ich sehr gespannt bin dieses Jahr ist Independence Day 2. Da bin ich echt gespannt drauf auf den Film. Die Trailer habe ich mir schon natürlich alle angeguckt. Aber wie gesagt, ich bin echt gespannt auf den Film, ob der wird, ich gehe da mit gemischten Erwartungen dran. Ich erwarte nicht unbedingt, dass er besser ist wie der erste Teil. Das glaube ich nicht. Das ist sehr schwer, den zu toppen, weil Independence Day 1 war einfach gut. Da muss man ehrlich sagen. Deswegen, da bin ich immer bei sowas, bei zweiten Teilen, die nach langer Zeit kommen, bin ich sowieso immer ein bisschen vorsichtiger. Da gehe ich nicht mit der Erwartung dran, so, der muss jetzt besser sein wie der erste Teil. Der muss mich einfach nur unterhalten. Das reicht mir vollkommen. Wenn der Film mich unterhält, dann bin ich schon zufrieden. Dann hat sich die Kohle, die ich für Kino bezahlt habe, schon gelohnt. Das ist so. Wenn ich mich unterhalten gefühlt habe, dann ist alles gut. Aber es gibt natürlich auch Filme, da gehe ich raus, dann denke ich mir, ja, die Kohle hättest du dir jetzt auch sparen können. Das denke ich mir, gibt es tatsächlich.
Ich wüsste zwar jetzt gerade nicht, welcher Film das als letztes war. Da muss ich jetzt echt scharf nachdenken, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keinen. Also in den letzten, sagen wir mal, 3, 4 Jahren oder so. Weil ich suche mir die Filme doch schon ziemlich relativ gut aus. Aber, wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, auf welche Filme ihr so wartet dieses Jahr, vor allen Dingen. Wie ihr damit Kritiken seht. Hört ihr da drauf? Hört ihr nicht darauf? Seid ihr welche, die auch eher sagen, hör mal, guckt euch die Filme an und bevor ihr euch ein Urteil bildet, dann könnt ihr immer noch sagen, ob der Film Mist ist oder nicht Mist ist. Das würde mich echt mal interessieren, wie ihr das so seht. Also wie gesagt, meine Meinung ist tatsächlich in Kurzform, guckt euch die Filme alle selber an, macht euch ein eigenes Urteil über die Filme und lasst euch nicht immer reinreden. Wenn man den Film ganz nicht anguckt, der ist scheiße. Guckt euch die selber an. Und wenn ihr wartet, bis sie auf DVD draußen sind und euch die auch mal ausleiht oder sonst irgendwie anguckt, besser immer selber gucken und selber ein Urteil bilden. Wie gesagt, schreibt dort gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Resonant Rise. Schüssingen.